Mein Name ist Nadja Dahlheimer. Ich arbeite im Fachbereich Gebäudemanagement der Kreisverwaltung Groß-Gerau und bin dort zuständig für die Schulbauinitiative. Die Teilnahme an der Führungswerkstatt hat mir gebracht, dass ich neben meinem fachlichen Wissen, was ja im Fachbereich vorhanden ist, ganz viele Dinge mit dem Umgang mit Menschen, zur Kommunikation, zur eigenen Struktur, zur Achtsamkeit gelernt habe. Wir hatten einen sehr wertvollen Austausch fachbereichsübergreifend mit den verschiedenen Kolleginnen aus den verschiedenen Fachbereichen und Fachdiensten. Und in den einzelnen Modulen haben wir neben dem theoretischen Wissen auch viel Zeit gehabt, uns direkt auszutauschen, Praxisbezüge herzustellen, direkte Fallbeispiele zu diskutieren, aber auch über Problemlösungen zu sprechen, wo wir einfach von dem unterschiedlichen Erfahrungsschatz der einzelnen Kolleginnen profitieren konnten. Die Kreisverwaltung Groß-Gerau versucht als Arbeitgeber, die Mitarbeitenden darin zu unterstützen, ihren Weg zu finden und einfach gute Ergebnisse in ihrer Arbeit erzielen zu können. Eine der Herausforderungen ist, die Rolle als Führungskraft anzunehmen. Neben den inhaltlichen Herausforderungen kommen auch organisatorische Aufgaben hinzu, kommt die Verantwortung für Mitarbeitende, die geführt werden sollen, dazu. Und die Kollegen darauf gut vorzubereiten, sie zum Beispiel mit Situationen zu konfrontieren, bevor diese in der Praxis auftreten, und ihnen entsprechend Instrumente und Methoden an die Hand zu geben, damit umzugehen, das sind die Ziele in der Führungswerkstatt. Besonders als Dozentin freut mich das in dem Moment, wenn Kolleginnen, die in der Führungswerkstatt waren, wieder zurückkommen und dann berichten, dass die Dinge, die sie bei uns mitgenommen haben, wo sie von Methoden, von Instrumenten erfahren haben, dass sie das in der Praxis einsetzen konnten und dass das dazu geführt hat, dass sie tatsächlich bei sich im Team ein besseres Ergebnis erreichen konnten, als wenn sie das bei uns vorher nicht besprochen hätten. Und das sind so die Dinge, wo ich dann sage, okay, wir haben unser Ziel erreicht, das war ein Erfolg.